Florian Till Franke, eine Kunstaktion hier am Kreisel. Was soll die Kunstaktion bewirken? Ja, ich muss sagen, ich schäme mich als Schwetzinger Bürger und besonders natürlich als Künstler, dass man es bei diesem Aufwand nur zu einem so dürftigen künstlerischen Ergebnis gebracht hat. Finden Sie denn nicht, dass dieser Sportler in Bewegung ist? Der Sportler hängt da oben wie ein nasser Sack. Er bewegt sich nicht, er turnt nicht, er hängt nur da und man hat das Gefühl, er fällt auch jederzeit gleich runter, weil er so kraftlos ist. Was hätten Sie sich denn gewünscht an dieser Stelle? Ja, da muss ich sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten oder hätte gegeben, muss man ja sagen. Es gibt hier den Schwetzinger Kunstverein, den hätte man befragen können. Es gibt die Künstlergruppe KISS, da sind sehr viele gute Künstler dabei. Man hätte den Otto Mindhoff befragen können. Der hat in den letzten Jahren wirklich sehr viele gute Ausstellungen auch zur Plastik, zum Thema Plastik gemacht in seinem Innenhof. Ganz abgesehen vom Mannheimer Kunstverein, der das auch gemacht hat. Oder denken Sie an die Mannheimer Kunsthalle, die ist nun wirklich nicht weit von hier. Und seit 200 Jahren hat die eine hervorragende Sammlung von plastischen Arbeiten aus allen möglichen Werkstoffen. Dankeschön. Bitte sehr.